Willkommen zurück, Leute, zu Luigi's Mansion. Im letzten Part haben wir hier die Gehbeine besiegt und nun hat sich hier ein neuer Weg auf dem Friedhof aufgetan. Schauen wir uns das mal an. Es sieht nicht unbedingt, ja, gut aus, oder? Nein, es sieht absolut nicht gut aus. Haben wir hier einen Endboss-Fight vor uns? Ja, absolut. Und ich denke mal, der wird sich mal wieder gewaschen haben, und zwar so richtig. Immerhin sieht meine Energie einigermaßen okay aus, denn ich musste die Gehbeine nochmal besiegen und diesmal wusste ich ja ungefähr, wie es geht. Ich habe es einfach mit dem Flammenwerfer gemacht. Ja, das war nicht schlecht, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Okay, der hier ist eigentlich auch relativ, ja, gar nicht mal so einfach. Wir müssen ihn hier mit dem Schwarzen treffen und dann können wir ihn versuchen einzusaugen. Problem an der ganzen Sache: Die ganzen anderen Viecher hier laufen auch noch rum. Und ja, warum ist das schlecht? Ganz einfach, weil er uns da reinzieht, wenn wir ihn versuchen zu fangen. Ja, ja. Das ist natürlich, sagen wir jetzt einfach mal, nicht so gut. Da kommt ihm irgendwas. Da kann ich sie einfach alle nacheinander einfach aufsaugen und dann kommt. Doch, es kommen immer wieder neue, also ich kann mich wo auf den Kopf stellen. So, man kann aber sehen, wo er ist, durch den Schatten. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, es war klar, dass er mich da jetzt sofort reinzieht, also. Es sind ja auch eine Menge Gegner hier. Boah, das ist echt, ist ja wohl nicht, oder? So, das Problem ist, jetzt kriegen wir einen. Ja. Komm, komm. Ja, nein. Wie soll ich das denn bitte machen? Also, ich kann ihn ja nicht irgendwo hinziehen, wo ich es gerne hätte. Wenn es so wäre, Leute, wäre schön, aber. Ja, komm, nimm dir einen. Wo ist er denn? Wo ist dein Schatten? Da. Oh Gott, und treffen müsste man natürlich auch können. Das ist natürlich auch noch die hohe Kunst. Oh, jetzt fehlen einige von ihnen. Natürlich spawnt er genau da. Oh. Wir halten den Staubsauger mal wieder zu hoch. Klasse. Bam, nimm das. Und hier, jetzt nehmen wir dich mit. Bitte, jetzt einmal nicht direkt rein. Nicht direkt rein, ganz genau. Ja, das werde ich aber nicht schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde, weil es ist einfach zu knapp. Mit der Energie und wenn er mich jetzt jedes Mal... Okay, ich könnte loslassen, ne? Mal eine Strategie, auf die ich eigentlich noch gar nicht gekommen bin. Einfach, ach shit, einfach loslassen, wenn er mich da reinzieht. Dann, ja gut, dann werde ich zwar halt getroffen von ihm, aber... Mann, das gibt's doch nicht. Wie dicht musst du denn davor stehen, Chris, damit du ihn triffst, hä? Wie dicht musst du davor stehen? So. Ah! Vorsichtig. Bam! Ist er dick? Eingedingst und, oh, das ist schön, das ist schön, das ist schön, das ist schön, das ist sehr schön. Wir haben ihn. Einen Endboss eingesaugt. Oh, wunderbar, das war schon der zweite, oh. Leute. Was kriegen wir dafür? Ein Schlüssel. Und Igitt meldet sich natürlich auch. Luigi, Luigi. Wo bist du? Hörst du mich, Luigi? Ich bin froh zu sehen, dass du in Ordnung bist. Dein Signal ging verloren, als dieser Blitz einschlug. Hm, das war ja ein heftiger Kampf. Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Wie, du fürchtest, der Blitz habe den Schreckweg 0816 beschädigt? Nur keine Sorge. Selbst wenn der Blitz ein Stück Kohle aus dir gemacht hätte, der Schreckweg 0816 bekäme nicht mal einen Kratzer. Ab. Dann sind wir ja beruhigt. Wäre natürlich jetzt geil, wenn der uns einfach mal jetzt auch wieder volle Energie geben würde. Ja, das würde ich schon mal vielleicht mal ganz fair finden. Na, aber gut, wir haben ja halten ja noch 30 aus. Hey, warum mache ich mir da Sorgen? Ich habe sowieso das Gefühl, ich werde das ganze LP ständig über die Energie meckern. So, dann gucken wir mal, wie gut wir waren. Wahrscheinlich nicht sonderlich gut. Das ist unsichtbar. Ja, ja. Ja, das hast du mir alles schon mal erzählt. Das hat mich damals schon nicht sonderlich interessiert. Was ist das hier? Ich glaube, das ist Bronze, oder?
Silber. Könnte vielleicht sogar Gold. Ist das Gold? Das könnte Gold sein, oder? Ich weiß es nicht. Boah, wir haben aber eine ganze Menge Geister gesammelt, oder? Ich das jetzt mal hier so sehe. Ist ja der Wahnsinn. Nun, wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurückzuverwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Ganz ordentlich. Herr Scheunendrescher, Melodie, Pianisma, Herr Tatterich, schwebende Turbeltauben, Hector und Herr Finsterling. Und das sind Goldrahmen, Leute. 3 Stück, Mann. Das ist doch gar nicht so schlecht. Insgesamt 9 Geister bisher. Und so viel Cash, wie wir im Leben nicht ausgeben könnten. Im Grunde, wenn es echtes Geld wäre. Na gut, doch, das könnte ich noch ausgeben. Das würde gehen. Wo soll's hingehen, Luigi? Wieder zur Villa. Leider Gottes. Ich will da zwar eigentlich Energie haben, aber naja. Ich habe volle Energie. Ich habe volle Energie. Yay. Boah, Leute. Mario. Das ist aber jetzt ein Grund zu feiern. Volle Energie. Ey, dass ich das nochmal erleben darf. Ich muss jetzt zugeben, damit hätte ich nicht gerechnet. Da hinten links, okay. Boah, wenn wir uns jetzt nicht zu doof anstellen, dann könnte das mit der Energie ja mal hinhauen eine Zeit lang. Aber wäre das cool. Aber ich denke mal, ein neuer Bereich des Schlosses wird es uns... Schlosses? Der Villa wird es uns bestimmt nicht leicht machen. Ja, lass mich bloß in Ruhe, hier, kleinen Dinger. Ich sehe doch so schon, dass das nichts Gutes bedeuten kann. Was ist denn... Was ist denn hier hinter? Nichts, okay. Wie viele sind denn davon hier? Hey, spawnen die ganze Zeit jetzt? Das wäre aber gar nicht mal so schön. Was ist denn hier? Energie. Genau jetzt, wo ich sie noch nicht brauche. Ist klar. Ah, Wasser. Okay. Wasser habe ich gesagt. Dann gib mir auch Wasser. Nicht? Kommt kein Wassergeist raus? Irgendwie nicht, nö. Wow, wow, wow. Ach, haben wir so einmal auch eingesaugt jetzt. Mit der Seitwärtssteuerung geht sowas natürlich ganz gut. Was ist denn das? Ja, nein, lass mich nur. Da liegt ein Brief. Das ist Marios Brief. Was wohl drinstehen mag? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Kohle, 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 Kohle. Moneten, Zaster, Money, was willst du mehr? Okay, hier ist so ein... Ja, was auch immer. Autsch, natürlich kriege ich... Ey, ich hasse es, wenn man von so einer Tür geschlagen wird. Und dann ein kleiner Toddy. Etwas Furchtbares ist in diesem Brunnen. Okay, etwas Furchtbares in dem Brunnen. Dann gehen wir mal auf Tauchgang. Ja, lass mich. Kann ich da auch so einfach runter jetzt, oder? Ah, okay. Ich sehe, da ist ein Weg. Okay, gut. Schauen wir mal in den Brunnen. Ich glaube, der letzte Part ist verdammt kurz geworden. Ich hatte die Uhr irgendwann ausgemacht, Leute. Das tut mir leid, wenn der letzte Part echt so kurz war. Was ist denn hier? Mario ist in einem Bild eingesperrt. Ich will hier raus! Oh. Ach, guckt mal, wer das ist. Verborgener Altarraum. Da müssen wir also hin. Und da ist König Buhu. Okay. Wo? Hallo? Wozu das Land gewälzt? Na komm her. Ich bringst du mehr Energie oder so. Jetzt ist die Dings wieder nicht hoch genug. Willst du mich eigentlich hier... Jetzt hält er sie wieder normal. Das ist das Problem. Wir müssen natürlich nach oben zielen und Oh, das gibt sogar... Das gibt einen Schlüssel? Ey, komm, so ein Vieh gibt einen Schlüssel. Das ist jetzt schlecht. Das finde ich jetzt nicht unbedingt gut. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ah, okay, wir wären gar nicht weitergekommen. Aber trotzdem, das... Oder? Das ist doch ein Weg, wo wir eigentlich auch hin können. Wir werden es gleich sehen.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Wenn so ein Ding Schlüssel gibt, dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Meine Güte, Luigi, geh da jetzt hoch. Wir haben Sorgen. Die komischen Scheißgegner bringen Schlüssel eventuell. Oh Gott, nein. Mit denen kann ich doch überhaupt nicht... Oh Gott. Das ist so gut... Oh, wie mache ich die Tür denn jetzt auf? Ah, okay. Ich meine, ohne getroffen zu werden. Ich will ihm ja jetzt sagen, dass er... Du hast ihn gesehen, nicht wahr? Was haben sie Mario nur angetan? Als ich ihn so sehen musste, gingen mir die Nerven durch. Ich bin durch die ganze Villa gerannt, um mein Versteck zu finden. Während ich gerannt bin, ist mir aufgefallen, dass Mario einige seiner Dinger verloren hat. Es handelt sich um eine Mütze, einen Handschuh, einen Schuh, einen Brief und einen Stern. Ich habe insgesamt 5 Gegenstände gesehen. Wenn ich mich doch nur erinnern könnte, wo sie herumliegen, dann würde ich sie dir herbringen. Tja, ich hätte sie doch gleich mitnehmen sollen. Das hättest du. Überlass das mir, ist das wichtig? Was, wie? Ernsthaft? Du meinst, dass du Marios Sachen für mich suchen wirst? Hurra, Spitze, großartig. Oh, vielen, vielen Dank, Luigi. Aber warum? Ganz ehrlich mal, warum müssen wir diese Sachen haben? Die sind doch für die Wahrsagerin, oder nicht? Ich glaube nicht, dass das wirklich extrem relevant ist. Ey, wenn ich bei einem Touch speichere, kriege ich da voll Energie. Das wäre natürlich jetzt Epic Fail. Bei solchen Spiegeln bin ich immer ein bisschen stutzig, ob man da vielleicht was sehen soll. Oh. Ein Gegner. Ein Bossgegner. Ein Muskelmann. Ein Bodybuilder. Ungefähr so ein Typ wie ich. Okay. Sieht sich einer diesen Schwabbel an? Ich hingegen bin in Topform. Wie wär's, Schwächling? Hast du Lust, mein Sandsack zu sein? Ah. Mit anderen Worten. Schnapp dir den Sandsack. Knall ihm den Angeber vor den Latz, oder? Nicht? Irgendwie nicht, oder? Oder ist es vielleicht nicht dieser Sandsack? Ist es vielleicht dieser Sandsack? Oder der hinter ihm? Ich, weiß es nicht. Okay, keine Ahnung. Aber irgendwie wird es ja wohl gehen. Wir können uns ja auch hier erstmal ein bisschen umgucken. Ich meine, das ist ja auch nicht so verkehrt. Macht man ja in der Regel so. Ein Laufband. Wäre jetzt lustig, wenn er das angeschaltet hätte und dann... Ja, ihr wisst schon. Sich aufs Maul gepackt hätte. Hätte ja gut sein können. So, was ist denn das hier? Jo. Oh. Ach, haben wir natürlich nicht bekommen. Aber der ist doch trotzdem noch hier, oder? Hm. Okay, wieso kriege ich den jetzt gar nicht mehr zu Gesicht? Habe ich den überhaupt schon mal gesehen? Jetzt? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Jetzt, was soll ich denn hier machen? Ich verstehe auch nicht, ich könnte mir halt nur vorstellen, dass man was mit dem... Ach so! Autsch, danke. Okay, was jetzt? Was machst du jetzt? Kann ich auch gerade nicht unbedingt erschrecken? Muss er wieder erst fertig mit der Welt sein oder so? Sich aushantieren? Okay, ich habe ihn wieder geschlagen. Autsch. Dankeschön. Okay, ich versuche ihn einfach wieder mit dem Sandsack zu treffen. Hm. Ah, jetzt liegt er. Okay. Ich hätte wirklich gedacht, dass man das mit dem Staubsauger machen muss. Aber gut, dann eben nicht. Kommst mir nicht. Kommst mir nicht. Ich bin gut. Nein. Aber ich war nicht so schlecht. Hallo? Um das mal klarzustellen. Und schon geht das Training weiter. Ja, einen echten Bodybuilder bringt so schnell nichts aus der Fassung. Ah, aber diesmal hält er nicht mehr auf die aus. Ja, ja, du bist dran, Freundchen. Du bist dran. Ah. Man wird ja auch wieder von allem gestoppt, ne? Das ist so... Oh ja, ich gerade sagen, vielleicht hier Energie? Ja, nicht schlecht. Bam, nimm das. So, und ich denke mal, das ist es jetzt mit Sicherheit gewesen. Wunderbar. Sehr gut. Was haben wir denn hier Schönes? Schlüssel? Geld?
In so einem Fall frage ich mich immer, ob man den gemacht machen müsste. Aber hier gibt es auch noch einen Buhu. Ich habe ihn sogar aus irgendwelchen Gründen gefunden. Wo willst du hin? Bleib hier! Wie kann der mir entkommen? Wie kann der mir entkommen? Nicht ernsthaft. Jetzt mit einem. Wo ist der? Ja, in dem Nebenzimmer. Gut, Leute. Wir werden uns darum aber erst im nächsten Part kümmern. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.